Ich bin Janina Fedros, Produktentwicklerin im Bereich Batteriesystementwicklung für Hochvoltbatterien. Wir entwickeln die Batterie, mit der ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug später fahren soll. Ich beschäftige mich mit dem mechanischen Anteil. Das heißt, es muss ja auch einen Rahmen geben, in dem zum Beispiel die verschiedenen Zellmodule aufgenommen werden. Auch die Befestigung im Fahrzeug zum Beispiel ist unsere Aufgabe. Wenn das Fahrzeug über eine Bordsteinkante oder ähnliches fährt oder über einen Stein, dann sollen die Module und auch das Batteriesystem an sich ja nicht beschädigt werden. Um in der Entwicklung zu arbeiten, ist immer eine sehr gute Voraussetzung, wenn man ein CAD-Programm beherrscht. Da ist auch ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen nicht schlecht. Und da wir halt immer neue Systeme entwickeln und neue Sachen, ist auch so eine Problemlösefähigkeit auf jeden Fall ein großer Vorteil. Gerade weil wir halt immer neue Herausforderungen haben, wird es niemals langweilig. Und dadurch, dass wir quasi auch zwischen Kunden und Lieferanten stehen, haben wir halt immer die Kommunikation an beiden Seiten. Bei uns wird schon versucht, darauf zu achten, dass es eine lockere Arbeitsatmosphäre ist, dass wenn man irgendwelche Probleme hat, auch Ansprechpartner, an die man sich wenden kann. Das ist bei uns auf jeden Fall der Fall. Es ist ein Unternehmen vollgepackt mit jeder Menge Know-how von den unterschiedlichsten Leuten, die auf persönlicher Ebene sowie auch auf fachlicher Ebene sehr gut zusammenarbeiten können.